Hallo und herzlich willkommen zum Manga Talk, zum geilsten Kapitel bisher, 818. Mit dabei, wie immer, der Lars. Das Kapitel, Mann, ja. Und ich sag das gleiche, das Kapitel. Das Kapitel. Das Kapitel, Mann, ohne Scheiß, das Kapitel. Also fangen wir an mit dem Kapitel. Das Kapitel. Das Kapitel. Ja, Ausgabe 11 von, ne? Vom The Decks of the World. Wir sehen Baltigo. Das Kapitel, Alter. The Hype ist so real, einfach nur. Ja, Baltigo, mega nice. Ja. Sabo freut sich richtig. Total Es hat cool. halt richtig Spaß. Dragon sieht irgendwie nicht so begeistert aus. Ich glaube, Koala hat auch Robin Steckbrief in der Hand. Kann man sich ja denken. Ich glaube, Ruffy und Robin. Wäre wahrscheinlich das Ja, glaube ich Wahrscheinlichste. auch. Und möglicherweise ist das nach dem Kampf gegen die Blackbeard-Bande. Das habe ich mir auch schon gedacht, weil die Kopfgelder wurden ja halt ein bisschen later. Ja. Und wenn man die Aufmerksamkeit nach links oben neigt, sind da Löcher im Dach. Ja, das ist schlecht, da kommt Luft durch. Also entweder der Kampf kam schon oder irgendjemand auf der Insel mit Observationshaki, weil ich denke mal, sehr viele haben Observationshaki, haben sich gedacht, ey, da sitzt jemand, der gehört dir nicht hin, und einfach ins Wasser geschmissen. Weil die Vivre-Card bringt dir einen Scheiß, wenn der Besitzer der Vivre-Card einfach wegsegelt. Das Ich finde das cool. Kapitel war echt cool. Das Kapitel war echt gut. Aber auch die Coverpage ist cool vom Kapitel. Von dem Kapitel. Ja, es ist quasi das Kapitel. Wie eben schon gesagt, das ist das One Piece, was Ruffy am Ende finden wird. Also Das entschuldigt, wenn wir ein Kapitel. bisschen, ne, geflasht sind, aber das Kapitel. Das Kapitel einfach nur, Alter. Apropos geflasht, ne? Ruffy, Lysop und Chopper sind immer noch geflasht. Weil Reise einfach so geil ist. Hast du es jetzt auf. Wir haben ja das ja nur auf Englisch gerade, ne? Zur Verfügung, ne? Ja. Ja. Ich fand den Satz auch direkt. Warte, kam der da? Ich muss erstmal wieder draufschauen, weil mich das Kapitel Das übel Kapitel. geflasht hat. Von wegen, yo, du hast uns das doch alles gezeigt. Nein, 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 das fand ich so. Das, ne? Hört auf, euch so zu freuen, nur weil ihr das Kap weil ihr das Kapitel. Alter, der Hype ist einfach zu real. Nee, weil er den Ninjutsu, ne, zufällig gesehen hat. Alter, was ich will. Boah, Alter. Ich pack mir auch gerade an den Kopf, ey. Das Kapitel. Alter, ich benenn mich um, ey. In das Kapitel. Ja. Ne, ohne Spaß, ne? Bisschen Hype zurückfahren, bis die Stelle kam, wo der Hype anfängt. Vom Kapitel, vom. Also, und wir sehen halt die Samurai jetzt weinen, weil, ne? So hat's voll zerstört. Ja, es ist voll traurig. Ich muss aber auch sagen, auf dem Überblick von dem kompletten Herzogtum, muss ich sagen, sieht nicht so zerstört aus, bis auf das Ding in der Mitte. Das ist echt so, ne? Dachte ich auch. Ich weiß nicht, wie das vorher aussah. Vielleicht waren die Gebäude vorher Meter hoch, aber. Wo sind die jetzt? Sind die gerade auf dem Rücken von Tsunisha oder linke? Oh Gott! Oberschenkel, hätte ich fast gesagt. Ich weiß es ehrlich gesagt Boah, nicht. Alter, voll den Brainlag gehabt, ey. Boah, ich bin so fertig. Das Kapitel. Wo war nochmal der? Das wird gar nicht gesagt, wo der Walwald ist, oder? Ich meine linke Bauchhälfte. Keine Ahnung. Na, dann waren noch die Minks des Tages, als ob die Minks des Na der Nacht Des Nachtes. des Nachtes der Nacht auf derselben Seite wären. Dann treffen sie sich doch in der Mitte. Ja, aber der Wald gehört doch den Nachtminks. Ja. Oh, ich hab so keine Ahnung, ne? Sind auf jeden Fall auf dem Baum, der aussieht wie ein Wal. Ja. Sie sind auf jeden Fall auf so, in der neuen Welt. Ja. Ja, auf jeden Fall erklärt halt Raizo, als er ankam, sah das nicht so aus. Ist für den Leser ein bisschen doof, weil der weiß auch nicht, wie das so aussah. Ja. Auf jeden Fall halt die Stadt war halt richtig geil, ne? Die fließenden
Flüsse auch richtig geil. Alles richtig geil. Das Kapitel war richtig Das geil. Kapitel war richtig geil. Und er sagt halt, dass halt, ne, die Minks ein bisschen zu harsch gehandelt haben. Und der entschuldigt sich halt dafür, obwohl er nichts gemacht hat. Ich, ist einfach, ne, Reise ist Nero. Reiso ist so ein Gott, Alter. Der Mann hat einfach Ehre. Und Ninjutsus. Er hat immer noch nichts mit Und einen Erde großen oder Kopf. Feuer oder Wasser gemacht. Was Ja. ist da los? Vor allem sagt er, er will halt, ne, seine Schuld begleichen. Da frage ich mich ja, wie. Möglicherweise hilft er einfach denen, die die Minks geholfen haben. Das heißt, erstmal Waffe unterstützen. Das bringt die Stadt jetzt auch nicht zurück, ne? Ja, was bringt die Stadt denn noch zurück? Reparaturen. Sollen die Samurai jetzt Häuslebauer spielen oder was? Ja. Dafür haben die doch Frankie. Der baut einfach die schönste Brücke der Welt dahin, nach der Thriller Park. Und dann läuft das. Ich kann gar nicht klar denken, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Egal, kommen wir zum Kapitel. Nämlich, Nekomamushi taucht auf und der Stein wurde entziffert. Auf Doom, Alter. Und quasi ab jetzt geht's los. Und jetzt beginnt das Kapitel. Das Kapitel. Alter, so nennen wir die Folge, ey. Das Kapitel. Das Kapitel. Mal gucken, ob die Folge so heißen wird. Die wird so heißen. Auf jeden Fall, Robin fragt halt, wie es aussieht. Also fragt halt Nami, wie es aussieht. Und die versichert sich nochmal, ob das wirklich auf dem Pony-Lüft drauf stand. Und es scheint, als wäre da, ne, eine Seekarte gezeichnet worden, die eine bestimmte Location markiert. Ja. Nekomushi erklärt halt, ne, der Walwald ist halt voll heilig, weil halt dieser Stein da steht. Ein roter Stein, Ein roter Stein. wohl bemerkt. Und halt die Wächter damit beauftragt wurden, den halt zu beschützen. Wobei ich mich frage, die Minks der Nacht waren doch die Wächter, ne? Ja. Warum nicht die Minks des Tages? Ja. Keine Ahnung. Alter, guck dir mal an, wie Reiso da hinten steht, wie so ein Boss, Alter. Das Zorro auch noch nicht weg ist, ist auch alles Ja, ohne ernst. Spaß. Ja, ich persönlich finde ja, dass Inuarashi ein bisschen seriöser wirkt und besser geeignet wäre, um sowas zu beschützen. Seriös auf jeden Fall, aber so mit so Nekomamushi würde ich mich auch nicht anlegen wollen. Ja, aber ne, wenn du da bist, um zu helfen und er dich direkt auffrisst, ist schon. Macht aber halt auch voll Sense, dass die nicht gesagt haben, dass Reiso irgendwo ist, ne? Stell dir das mal vor, Alter. Kaido wäre auch. Ich soll ja nicht vorgreifen, sorry. Was ich auch schade finde, weil man hat ja jetzt so einen Cut gehabt, wo die irgendwie nach draußen gegangen sind und wieder reingegangen sind. Man weiß immer noch nicht, wie lange es dauert, so ein Ding zu entziffern. Keine Ahnung. Frag mich halt, ob Robin davor steht und irgendwie so Zeichen für Zeichen durchgehen muss oder das Ding einfach so liest wie so ein Beipackzettel. Weißt du, so voll So nebenbei. Kassenbon oder was, den du überfliegst. Ja, weißt du? Alter, ohne Scheiß, ich hab, ne, nachdem das, was, ne, nachdem Robin gesagt hat, von wegen, yo, könnte das eventuell sein, oder du meinst unmöglich, die letzte in The Ref Unicorn, ne? Web Nach Unicorn. dem, ja, sorry, Alter, ich bin halt voll japanisch. Ich sehe auch so aus. Nach dem exactly right, however, hätte ich ungelogen den Cut erwartet, dass das Kapitel vorbei ist. So nach zwei Seiten. Ja, aber das ist original. Hardcut. Ja, Zur aber nächsten Seite, aber. ich habe irgendwie das Gefühl, du hättest nach jeder Seite eigentlich einen Hardcut machen können. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, egal. Auf jeden Fall von wegen ja letzte Insel Unicorn. Dieses Alter, ich. rote Pornoglyph ist ein Wegpornoglyph. Alter, ungelogen, ich habe eben so hart auf den Tisch geschlagen, als ich das gelesen habe, dass ich gefragt wurde, ob ich Probleme habe. Ne? Auf jeden Fall Wegpornoglyph. Und das markiert nichts weiter als den letzten Punkt der Grand Line, der halt so hart gesucht wird. Naja, fast den letzten Ja. Punkt.
Auf, ne? Unicorn. Ja, du weißt, wie ich das meine und ich weiß, wie du das meinst. Auf jeden Fall Unicorn. Und ihr draußen wisst auch, wie wir das meinen. Und ich weiß, wie ihr das meint. Und das Kapitel. Auf jeden Fall, ne? Letzte Insel. Und Strohballen einmal mega geschockt, bis auf Law & Sorrow, weil die geben irgendwie nie irgendeinen Weg. Ja, warte, ich muss jetzt mal auf die nächste Seite scrollen, ey. Blättern. Und jetzt geht halt schon los. Weißt du, jetzt kommt halt die Ansage, ja, Waffi, ne? Das ist jetzt die Ziellinie, du wirst verdammt nochmal Piratenkönig, wir haben das quasi gefunden. Wir müssen eigentlich nur vom Elefanten runter und dann ist eigentlich schon durch. Dann sind wir da. Weil, ne, Kapitel 819 ist das letzte Kapitel von One Piece, weil jetzt ist quasi vorbei. Mhm. Ne, aber Inuarashi stellt halt klar, es gibt noch ein, ne, trotz alledem, es gibt nämlich nicht ein Wegpolylyph, sondern 4. Ich möchte kurz festhalten, wie geil Ruffy auf dem Bild ausschaut, ey. Wo auf das Polyglyph zeigt? Polyglyph zeigt, ja. Ja? Total geil, ey. Ja, es gibt 4. Ja. Auf der ganzen Welt verteilt. Ja, das heißt, es gibt 4 Unicorns. Beste Schlussfolgerung von Ruffy ever. Alter, ohne Scheiß. In dem Moment dachte ich mir so, Alter, gehen die nochmal von der Grand Line runter? Stell dir mal vor, eins wäre im East Blue oder so, Alter. Das wäre ein bisschen doof. Stell dir mal vor, wir hätten in dem Fuckverlauf schon irgendeins gesehen oder so, Alter. Das war nur sneaky versteckt. Boah, ich würde so... Mir würde der Kopf einfach explodieren, ey. Eigentlich hätte das so gepasst, so irgendwie so Zorro. Ja, ich habe schon mal eins gesehen. Hä? Ja, wo denn? Ja, ich weiß nicht. Ja, hat sich halt verlaufen dahin, ne? Ja. Alter, mir würde so der Kopf platzen, ey. Vor allem auch, ne? War schon wieder so ein Beispiel, weißt du? Es gibt nicht einen Weg Polyglyph, sondern 4. Hardcut. Yes. Hätte auch wieder gepasst. Oh ja. Auf jeden Fall, Inuarashi erklärt, es gibt halt 4 Orte, die markiert werden. Also, der auf Zoo ist eins davon. 3 gibt's noch. Und halt, wenn man alle 4 Punkte nimmt und die halt zueinander verbindet, der Kreuzungspunkt, da ist Unicorn. Und damit hat Oda tatsächlich gesagt, wie die letzte Insel der Grand Line erreicht wird. Oh ja. Es gibt, keine Ahnung, Quadrillionen Theorien, wie das passiert. Über, ne? Ja, wir hatten da ja auch schon mal übel drüber geredet. Ja. Über, was weiß ich, unmögliche Seeströmungen, bewegende Insel, Magnetströmungen, Mond. Aber das Ding ist, ich muss mir, das klingt jetzt übel simpel, von wegen, yo, such den Shit, verbinde die Punkte und du hast das, was du suchst, ne? Ja. Das klingt ein bisschen zu einfach, meinst du nicht? Weil wenn du random durchsegelst, meinst du nicht, dass da irgendwie einer Luck hatte und irgendwie voll auf Raftel gefahren ist? So als übelster Luck, weil das muss ja eine Insel zwischen 4 Inseln sein. Rein theoretisch. Ja. Ja, muss meinst du, das ist doch... Da ist noch was. Das ist zu einfach. Es wird halt hier so gezeigt, aber ich glaube, einer der Punkte könnte auch sehr gut eine Koordinate irgendwie auf der Redline sein.